Jetzt ist es lustig schon dran. Was die glauben nicht zu dran, oder was? Ja, grüß dich mal miteinander, meine lieben Überackererinnen und Überackerer. Ich muss mich gleich auch ein bisschen entschuldigen. Ihr kennt es eh schon, meine Stimme ist ja schon ein bisschen angeschlagen, aber es ist einfach schon weg. Ja, gut. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Was beschäftigt seit Monaten meine ganze Gemeinde, rund um die Uhr, jung und alt? Ja, ein Spiegel gekauft. Nein. Worüber reden alle Leute schon von früh bis spät und denken ganz angestrengt nach? Was da habe ich in Pension durch? Nein, wir geht's weiter im Überacken. Also diese Frage werden wir ja bestimmt nie klären können, nie, wann nicht Gott sei Dank meine Gemeinde den einstimmigen Beschluss gefasst hat, in den Agenda-Prozess einzutreten. Mein besonderer Dank gilt jetzt meinen Überackererinnen und Überackerern, die sie so viel Zeit genommen haben und so zahlreich an alle Ortskreise beteiligt haben. Ihr braucht keine Angst, aber ich rede nicht lang. Es war ein Wahnsinn, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So viele Leute wollten unbedingt im Kern den Mitarbeitern Zuflug haben lassen. Das tut mir heute noch leid, weil der Satz uns nicht ist. Ja, ein großer Dank auch an meine Feuerwehr, an meine Union, meinen Aski, meinen Kameraden, beim Mural, ja, einfach an alle meine Vereine und Institutionen und natürlich an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeinden. Okay? Danke. Das, nur durch die großartige Zusammenarbeit ist es gelungen, dass mein Agenda 0815 Prozess zu meinem so großen Erfolg geworden ist. Ja, als Leiter und Vorsitzender von Kärntner des 0815 Prozesses ist mir eine besondere Freude, euch die ersten Ergebnisse der Monate, ja schon fast jahrelangen Beratungen meines Kernteams zu präsentieren. Und zwar insbesondere, was die Frage betrifft, wie können wir mein Schild richtig aussehen? Jetzt mal kurz rein die Kassen. Mein Gleitpult, die habe ich erst seit 14 Uhr gezeigt. Ja. Nein, ich bin gleich fertig. Also jetzt nochmal, gell? Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei meinen Agenda 0815 Kindern. Und die haben wirklich alle Ideen meiner Bevölkerung gesammelt, ausgewertet und wir bei heute sehen werden, auch in die Tat umgesetzt. Wirklich mit unermüdlichem Einsatz und in unzähligen Diskussionen und Gesprächen mit meinen örtlichen Vereinen ist es meinem Agenda 0815 gelungen, ein attraktives Programm für meine Schüler zusammenzustellen und so einen unschätzbaren Beitrag zur Belebung meines Ortszentrums zu leisten. Ja, aber jetzt wirklich genug geredet, jetzt geht's los mit dem ersten Programmpunkt. Natürlich hat sie auch meine Feuerwehr, wo sie sieht, passend zum Landesbewerb 2015 wird die Pschül zum Training für den Zielbewerb genutzt. Und ganz im Sinne vom Gender hat die Feuerwehr tatsächlich eine Zillen-Damen-Besatzung zusammengestellt. Meine lieben Überackererinnen und Überackerer, schauen wir jetzt noch an dem Team Harbeck beim Bewerbstraining auf der Pschül zu. Bitte!
Die Preise schreiben vom nächsten Jahr. Die Preise schreiben vom nächsten Jahr. Die Preise schreiben vom nächsten Jahr. Ja, meine lieben Überreaktorinnen und Überreaktorer, ich glaube, das ist wirklich ein großer Applaus wert. Wir meine Feier beim Hören, Sie da einsetzen. Das ist unglaublich. Wir sind die einsetzen, um meine Gemeinde und meine Feuerwehr beim Landesbewerb bestens zu präsentieren. Und gleichzeitig noch eine neue Nutzung für mein Bschüt zu erreichen. Ein Wahnsinn. Applaus bitte. Ja, meine lieben Überreiterinnen und Überreiterer, ihr werdet staunen, was sich meine Omi an mein Aski noch einfallen lassen. Ja, es ist wirklich toll. Der Aski hat einen echt genialen Reinfall, Entschuldigung, Einfall gehabt und hat eine Gruppe Wassergymnastik gegründet. Und die Omi an, wirklich, das ist wahr, sie haben eine neue Sektion gegründet, Synchronschwimmen. Ich danke euch wirklich ganz herzlich und ich bin stolz, ihr leistet damit so einen tollen Beitrag, so einen tollen Beitrag zur Belebung meiner unserer Bschüt. Die beiden Sektionen, die sind zwar noch recht jung, gell? Aber ihr werdet schauen, welche unglaublichen Leistungen das die schon bereits hervorbringen. Und was mich ganz besonders gefreut und auch richtig stolz macht, sie drehen heute gemeinsam auf. ASKI und Union reden gemeinsam ab. Super, oder? Das ist ein Applaus. Ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen schon heimlich beim Training zugeschaut. Und meine lieben Überrackerinnen und Überrackerer, ihr werdet schauen. Ihr werdet mir garantiert zustimmen, diese Truppe ist bestimmt ein heißer Anwärter auf den Olympiasieg. Bitte schon, euer Auftritt.
Aufweis. Ich glaube, das ist wieder ein kurzer Zwischenapplaus jetzt.